Hallo zusammen, guten Morgen. Lasst uns gleich weitermachen mit der zweiten ganz interessanten Partie vom Skat Masters, die ich euch zeigen wollte. Zunächst allerdings noch einmal der Hinweis: Ihr habt ja gut aufgepasst, ich habe es selber auch gemerkt. Im Video von gestern in meinem Alleinspiel, das erste Spiel, was ich in dem Turnier gewonnen habe, ganz knapp, habe ich natürlich auch nicht super gespielt. Das Kreuz Ass, der Zwischenzug, den ich da im dritten Stich gespielt habe, das war ein Fehler. Da habe ich erst ganz intuitiv nach dem Einstich des Herzasses das Kreuz Ass gezogen und dann erst angefangen, mal durchzuzählen und nachzudenken. Das Kreuz Ass wäre natürlich korrekt, das abzuspielen, wenn ich mich dann für Trumpf oben, oben, unten entscheide. Da ich jetzt aber von unten gespielt habe, habe ich damit den Gegnern eine kleine Chance gegeben, nach Karo 10 und Karo König dann noch einen Überstich in Kreuz zu fabrizieren mit einem Bild. Und ja, da habe ich also Glück gehabt, dass dieser Fehler meinerseits dann nicht bestraft wurde. So, Schwamm drüber, jetzt mal schnell hier zu dieser Partie, die ich dann gegeben habe. Wie gesagt, dritte Liste, wir waren Tisch 12, also so Platzierung um die 50 rum. Das ist zwar noch im oberen Drittel des gesamten Feldes, aber nach vier Serien musst du ja unter den ersten 12 sein. Also alle mussten ein wenig was tun. Ungefähr Mitte der Serie, ich hatte das Spiel gegeben. Vorhand schaut auf diese Karte, 5 Trumpf in Karo, 2 Asse. Logisch, dass er, ich glaube, 18 hält, 18 von Hinterhand. Ich hatte mir da gerade ein Getränk geholt, bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es war eine kleine Reizung unterwegs. Dann ist er Besitzer geworden, hat jetzt geschaut und Mist gefunden. Kreuz, Lusche, Pik, Dame. Da deutete sich jetzt schon an, dass das jetzt ein schweres Spiel wird. Klar kannst du sagen, 5 Trumpf, 2 Asse, aber eine kleine Gegenreizung und die Trümpfe nicht besonders stark. Die Asse ohne Kraft, also ohne Zehner dabei, nix, keinen vollen gedrückt. Logisch, Pik Dame lusch gedrückt und jetzt Augen zu und durch für diesen Karo. Wenn Trumpf glatt sitzt und das ganz einigermaßen günstig läuft, kann das Spiel natürlich gehen. Aber das war schon im ersten Stich zu sehen, dass das wohl nicht der Fall ist, denn das Trumpf Ass bleibt noch stehen. Eine typische Situation, wenn du gegen vier Trumpf stehen spielst. Ich muss ja ein bisschen entschuldigen. Manchmal, wenn das ein bisschen versetzt ist, hier mein Rechner, der zickt hier gerade ein wenig rum und hat die Aufnahme ein bisschen ja, versetzt. Vielleicht die Hitze, die auch dem Prozessor zusetzt. Ich weiß es nicht. So, weiter ging es jetzt jedenfalls mit Kreuz Lusche. Da hätte ich in dem Fall ja vermutlich geschnippelt, so schlecht wie das Spiel ist. Der Alleinspieler ist aber in dem Fall einfach raufmarschiert, bekam von hinten die weitere Lusche. Und hat jetzt natürlich wieder Trumpf gespielt. Immer schön lächeln und winken, wie ich so schön sage, nichts anmerken lassen. Aber jetzt fiel hier der blanke Kreuz Bube. Also vier Trumpf saßen in Mittelhand. Der hat noch Karo und Pik Bube. So, 16 für die Gegenspieler. Dann kam Kreuz König, Kreuz Lusche, Kreuz 10. 30 Augen schon. Und jetzt ist vielleicht noch so die letzte Chance für den Spieler, wenn der Spieler in Hinterhand vielleicht einen Rollmops hat von jedem 2 und jetzt einfach mal Herz trifft, aus Versehen, weil er einen Pik vielleicht auch keinen vollen hat. Das wäre so die letzte Siegvariante auf natürlichem Wege, sage ich mal. Aber es wurde getroffen, Pik Lusche, Pik König und damit natürlich ist das Spiel jetzt endgültig aufgeflogen. Die Stechfarbe auch gefunden, alles ist geklärt und jetzt nicht mal einen vollen in Pik zu stechen, das kann es ja auch nicht so richtig sein. Also nach einiger Überlegung hat der Spieler jetzt hier Herz Lusche abgetragen. Denke ich, hätte ich auch gemacht, soweit in Ordnung, wobei jetzt hier 34 Augen liegen und diese Übergabe in Mittelhand hat natürlich ihren Preis. Jetzt kommt Kreuz Dame, der siebte Kreuz und damit ist natürlich die Trumpf 10 jetzt verloren. Also wenn du klein stichst mit dem König, sagen wir mal, dann kann der Spieler in Hinterhand natürlich abwerfen und einfach sich am Ende die Trumpf 10 einverleiben. Deswegen auch hier nach einiger Überlegung Vorstich mit der Trumpf 10. Und nun wiederum fing Hinterhand dann an, einigermaßen lange zu grübeln, bis er dann doch sich entschloss, hier überzustechen auf 49. Und jetzt kam nochmal Pik, Pik Lusche, Pik 10 und das war jetzt plötzlich eine kleine Chance, ein kleines Fenster ist aufgegangen, denn der Spieler in Hinterhand hat hier einen Fehler gemacht. Der sollte natürlich jetzt den Pik-Buben abziehen, den höchsten Trumpf, dann bekommt er die Pik-10 gewimmelt. Das Spiel ist sofort verloren. Jetzt hat der Spieler hier gestochen und dann allerdings auch nicht so ganz richtig nachgedacht. Er hatte natürlich die Idee, die du intuitiv so hast, stechen und jetzt wieder Trumpf rausspielen,
Dann hoffen, dass hier noch zwei Herzen sitzen und er mit Ass König in der Gabel steht gegen die 10. Das Problem an diesem Plan ist, er kann einfach nicht funktionieren. Er kann nicht funktionieren, aus einem anderen Grund. Es fehlt nämlich noch das Pik Ass und die Gegner haben 49 liegen. Mit dieser Fortsetzung werden sie das Pik Ass eben immer bekommen. Und so war es dann auch. Natürlich ging der Pik Bube rüber und das Pik Ass war nicht etwa in Mittelhand. Das Pik Ass war bei dem Spieler hier mit den vier Trümpfen. Der hatte jetzt natürlich das Pik Ass gezogen. Herz Lusche, Herz König. Und da kam jetzt auch natürlich, traurigerweise kann man fast sagen, für den Alleinspieler die Erkenntnis, dass das Spiel plötzlich so schlecht, wie es war, nach 8 Stichen nochmal auf Sieg gestanden hat. Denn der Spieler hier hatte die Herz 10 blank. Und das bedeutet, nach dem Einstich der Pik 10 muss der Spieler diese letzte mögliche Chance eigentlich ergreifen, weil der Plan gegen zwei Herzen da eben gar nicht funktioniert. Muss er jetzt das Herz Ass ziehen und hoffen, dass es tatsächlich genau so sitzt, wie es jetzt der Fall war. Blanke Herz 10 bekommen, dann den Herz König nachspielen. Den kann der Spieler hier noch einstechen und bekommt dann da die Herz Dame. Bekommen sie also 49 und 9, 58 Augen. Und na klar, hat der Spieler hier einen groben Fehler gemacht. Nach dem Überstich muss er den Pik Buben natürlich abziehen. Ja, und selbst wenn er ihn dann die Pik 10 nicht bekommt, weil sie gedrückt ist, das kann er ja nicht wissen, hat er dann die Fortsetzung mit der blanken Herz 10 und muss eben hoffen, dass sein Partner dann mindestens den Herz König hat, damit er auf diesen Stich dann das Pik Ass fallen lassen kann. Das wäre dann sauber gespielt. Also finde ich immer wieder ganz interessant. Das Spiel sah es von Anfang an eigentlich platt wie eine Flunder, sah auch richtig tot aus. Im Gegenspiel wurde bis dahin alles richtig getroffen und dann eine kleine Unschärfe hier und schon war nochmal so eine Chance da. Das ist dann ein kleines Geschenk, was dir angeboten wird, aber da musst du dann natürlich in der Situation auch fit und wach sein und dann zuschlagen.